Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier vorstellig zu werden und den Vortrag halten zu dürfen. Und zwar nicht nur, um unser Projekt vorzustellen, sondern auch gerade deswegen, weil wir sowas wie Neukunde sind für MicroTool. Also wir sind noch nicht so lange mit dem System am Arbeiten. Und ich versuche Ihnen darzulegen, in welcher Form wir mit dem System jetzt gelernt haben und wie wir selber das System knechten, kann man beinahe sagen, und fiese Fragen an MicroTool stellen. Das Ganze ist aufgehängt als Projekt der Technischen Universität Berlin, und zwar im Transregio 29. Da geht es um die integrierte Entwicklung von Sach- und Dienstleistungen. Das ist erstmal relativ abstrakt, aber im Wesentlichen geht es halt darum, Sach- und Dienstleistungen sinnvoller zusammenzubringen, damit man Systeme besser auch erbringen kann als Anbieter. Und in vielen Produktbeispielen sehen wir, dass die Dienstleistung immer relevanter wird. Und das Thema prozessbasiertes Projektmanagement ist sozusagen ein Ausschnitt aus einem ganzen Sammelsurium an Themen. Und das Ganze wird behandelt von der Seite der Ingenieure, Ingenieurssichtweise. Und das ist auch mein Hintergrund. Also ich befasse mich selber mit Entwicklungsmethoden und Prozessen, aber auch eben sehr stark mit der IT. Und da ich vor fast genau einem Jahr zum Fraunhofer gewechselt bin, trete ich hier in zwei Rollen auf. Zum einen sozusagen noch als Vertreter für das TU-Projekt, weil ich das damals mit begründet habe. Und zum anderen aber auch als Fraunhofer-Vertreter, weil ich das Thema zum Teil mitgenommen habe. Und der Herr Nguyen, der im Hintergrund sitzt, übernimmt das Thema jetzt und wird das dann weitertragen. Ich hatte gerade schon gesagt, ich trete in Doppelrolle auf. Und zwar einmal bin ich Vertreter sozusagen für das Fachgebiet industrielle Informationstechnik und einmal eben für das Geschäftsfeld virtuelle Produktentstehung. Das heißt, wir entwickeln Methoden, die wir Ingenieuren an die Hand geben, damit sie ihre Produkte besser entwickeln können. Das können Methoden sein im Bereich CAD, aber auch eben im Bereich Datenmanagement. Wir sind beheimatet in diesem Gebäude in Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige das. Das nennt sich Produktionstechnisches Zentrum. Und wenn Sie hier diese Halle sehen, das ist eine große Werkstatthalle. Und wenn wir von Produktion sprechen, der Begriff fiel heute öfter, dann meinen wir Dinge wie Drehen, Fräsen, Schleifen. Das heißt die Produktion an irgendwelchen mechanischen Teilsystemen. Und unter Professor Stark, der in Personalunion diese beiden Bereiche leitet, verfolgen wir eben auch diese Themen, Produktentwicklungsmethoden und Prozesse und Produktgestaltung, funktionale Absicherung bis hin zum Informationsmanagement und digitaler Fabrik- und Fertigungsprozesse. Und ich denke, das Thema Instep bewegt sich in den ersten beiden Bereichen. Das heißt, wir haben zum einen Aspekte, die Produktentwicklungsmethoden und Prozesse betrachten, zum anderen aber den Ausblick auf die modellbasierte Entwicklung. Und die ist aber in der Form, wie wir das in der IT kennen, noch nicht in der Produktentwicklung angekommen. Und gerade da versuchen wir jetzt den Bogen zu kriegen und nehmen die Dienstleistungsentwicklung eben gleich mit rein. Ich möchte Ihnen erstmal grob die Positionierung noch vermitteln und klar machen, wo wir Integrationsbedarf für Sachdienstleistungen sehen. Dann möchte ich Ihnen kurz ein Vorgehensmodell vorstellen, was wir selber im Rahmen unserer Arbeit aufgestellt haben. Und dann zeigen, wie wir dieses Vorgehensmodell in Richtung Projektmanagement sozusagen umsetzbar, anwendbar, ausrollbar gestalten wollen. Und dafür gehe ich dann eben auf Instep ein. Und zum Schluss möchte ich nochmal etwas technischer werden, die Flughöhe nochmal ein bisschen herabsetzen und zeigen, in welcher Form wir jetzt in das System eingegriffen haben, beziehungsweise wie wir uns die Architektur vorstellen für eine weitere Ausbaustufe. Denn gerade auch mit der neuen Produktlinie stellt sich ja die Frage, wie baut man jetzt das System auf, damit man dort sicher bleibt. Ich hatte schon gesagt, wir bewegen uns im Bereich Produktion, insbesondere bei Mikroproduktion. Das sind Anlagen, die sehr kleine Dinge fertigen können, beispielsweise Uhrenwerke. Aber auch im Bereich Energieverkehr betrachten wir Systeme und deren Wartung und Instandhaltung. Das heißt, verschiedene Projekttypen auch im Hintergrund. Die methodische Einordnung hatte ich Ihnen schon gegeben. Domäne, Maschinenanlagenbau. Und jetzt die Frage, warum machen wir das? Wir haben die Motivation zur integrierten Entwicklung von Sach- und Dienstleistungen, weil die Steigerung der Relevanz hochwertiger Dienstleistungen eben enorm wichtig ist. In einigen Systemen haben wir Revenues, die im Wesentlichen über die Dienstleistung, nicht über das Produkt selber definiert werden, Beispiel Aufzüge oder eben Turbinen. Wir labeln das mit dem Titel Industrial Product Service Systems oder eben hybride Leistungsbündel im Deutschen und wollen diese Entwicklung eben befähigen. Und hier sind wir dann eben beim Projektmanagement. Das Vorgehen war, und das war erstmal unabhängig von dem Thema Projektmanagement, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen besser wissen, wie diese integrierte Entwicklung von sich
geht und haben dann eine Studie durchgeführt in der Industrie, erstmal in Deutschland und haben daraus unser Vorgehensmodell abgeleitet. Und jetzt geht es halt eben darum, dieses Vorgehensmodell zu operationalisieren und ausführbar zu machen. Wer beispielsweise V-Modell XT oder einen Stage-Gate-Prozess kennt, der wird sicherlich das Problem kennen, wie rolle ich so ein Modell aus, nachdem ich das gesehen habe. Das ist erst nur ein Blatt Papier, was möglicherweise nach einer Prozessaufnahme im eigenen Unternehmen in ähnlicher Form vorliegt, aber im Schrank verschwindet oder nicht gelebt werden kann. Ja, und so sind wir dann über Analogiebetrachtung auf das V-Modell XT gekommen und sind dann zu MicroTool Instep gekommen. Das war mehr oder weniger über die Recherche. Und ich sagte, wir sind sowas wie Neukunde. Also wir haben den Online-Support seit, ich denke, Mitte letzten Jahres genutzt und haben aber dann erst Ende letzten Jahres die Beschaffung angestoßen, Anfang diesen Jahres eine eintägige Schulung gemacht und seitdem arbeiten wir mit dem System. Das heißt, relativ kurzzeitig, aber dennoch haben wir schon Fortschritte gemacht, die ich für ganz anständig halte. Und wir nutzen das System eben als Forschungs- und Entwicklungsplattform und nicht als Produktivsystem. Das heißt, wir denken über die Fähigkeiten, methodischen Fähigkeiten des Systems mehr nach als tatsächlich über Zeit- und Geldeinsparungen in erster Linie. Und wir werden jetzt anfangen, Evaluierungs- und Transferprojekte aufzusetzen. Das heißt, das, was wir aufgesetzt haben, in der Industrie zu erproben. Nochmal kurz zu der integrierten Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen. Integriert man bei uns sowohl Planung, Entwicklung, Erbringung, aber auch eben Nutzung. Das heißt, den kompletten Lebenszyklus. Themen wie Kundenorientierung oder eben auch Geschäftsmodelle sind da sehr relevant. Das heißt, ich frage nach, verkaufe ich nur das Produkt oder verkaufe ich eine Verfügbarkeit? Das hat einen Einfluss auf die Anforderungen, die ich handhaben muss, aber auch auf die Kompetenzen, die ich in meine Projektplanung und in meine Projektdurchführung einbinde. Beispielsweise Servicetechniker in Design Reviews einzuführen, ist ein sinnvoller Schritt. Wir haben das in wenigen Unternehmen bisher gesehen, aber in einigen, die das sehr gut können, Sachdienstleistung integriert anzubieten, liegt dieses bereits vor. Die Systeme, über die ich spreche, haben in der Regel einen langen Lebenszyklus, sind sehr komplex. Hier unten haben wir mal ein paar Beispiele. Häufig haben sie auch die Art und Weise von Prototypen oder Piloten. Das heißt, projektorientierte Entwicklung macht da durchaus Sinn. Wissensintensiv verteilt sind sie und sie haben eben extreme Anforderungen an Verfügbarkeit. Beispiel, wenn ich ein Flugzeug nehme und die Turbine soll verkauft werden, dann kann es sein, dass bevor die erste Turbine ausgeliefert wird, klar sein muss, was kostet der Service. Rolls-Royce muss so ein Geschäft machen, das heißt, das Risiko muss zu einem frühen Zeitpunkt sehr klar werden, das heißt, ich muss sehr eindeutig mit den Anforderungen des Services umgehen. Und da sind wir bei unserer Studie zu den Entwicklungsprozessen. Also wir haben, ich glaube 2009 war das, in der deutschen Industrie umhergefragt, 13 Interviews geführt, diese Interviews in Form von Prozessmodellen für uns selber ausgeleitet, aufbereitet, um die Spezifika der jeweiligen verschiedenen Produkte und Dienstleistungen zu erkennen, geguckt, welche Aspekte sind jetzt dienstleistungsrelevant und haben dann ein Modell ausgeleitet und wollen das jetzt sozusagen in eine Projektunterstützung überführen. Und wie sieht das Modell aus? Wir haben uns in der Form zumindest an das V-Modell angelehnt, einfach nur, damit wir Absicherungsprozesse abbilden können, aber eben auch einen Schritt der Konfiguration. Wir haben verschiedene Sichtweisen eingeführt, Markt, Kunde und Leistungsebene und unten gehen wir erst auf systemspezifische Ebenen runter, Komponenten und Module und haben dann bestimmte Projektphasen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, man hat einmal eine komplette Neuentwicklung oder aber ich möchte ein System nur konfigurieren auf Grundlage vorangegangener Entwicklung, dann brauche ich nicht mehr alles machen. Das heißt, ich kürze in diesem Modell ab und gehe in die Konfiguration rüber. Was heißt das jetzt für das Ausrollen des Prozessmodells? Das heißt, ich kann diese Phasen rauslassen, muss aber je nachdem, welche Teilhaber ich im Prozess habe, bestimmte Rollen belegen und eben auch gemäß dem Modell sozusagen verschiedene Zulieferer einbinden, die nicht unbedingt dieses Modell pflegen oder kennen. So, was war jetzt der Ansatz und welchen Bedarf haben wir festgestellt? Wir haben also gesehen, projektbasierte Entwicklung ist Stand der Technik. Ich denke, das ist bei Ihnen auch so. Aber eben integrierte Entwicklung, Sachdienstleistung wird nicht durch entsprechende Projektmanagementmethoden unterstützt. Und selbst in den Unternehmen, die eben eine gute Integration hatten, unserer Meinung nach, gab es keinen entsprechenden Support auf der Toolseite. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen das anfassen. Und damit man natürlich Wiederholeffekte realisieren kann und immer das gleiche Modell ausrollen kann, prozessbasiertes Projektmanagement, damit sind wir eben beim V-Modell und V-Modell XT und wir wollen modellbasierte Entwicklung integrieren und das Anforderungsmanagement. Nur dann ist es durchgängig und ganzheitlich.
und nicht zuletzt das Ganze eben softwaregestützt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir nutzen die Analogien aus dem Vormodell XT, nutzen also das dynamische Tailoring, die Möglichkeit also auch in der Ausführung noch zuzuschneiden und nutzen MicroTool hier eben als Entwicklungsplattform, weil es geeignete methodische Grundlagen bietet. Das heißt, diese Vormodell XT-Derivatvariante ist sehr gut für uns und wir haben eben einige Schnittstellen, die wir brauchen, weil wir sagen, wir wollen dieses System nicht standalone betrachten, sondern mit der Systemwelt in der Produktentwicklung, die sich etwas unterscheidet von der IT-Entwicklung, doch eben ermöglichen. Das heißt, wir wollen die Logik des dynamischen Tailorings beibehalten, aber, und jetzt wird es ein bisschen fies, wir schmeißen alles raus aus dem V-Modell, was vorhanden ist, und nutzen nur die Logik. Das heißt, alles, was an Phasen, Meilensteinen etc. definiert ist, fliegt raus. Heißt also, wir müssen sehr viel customizen. Wir legen neue Projekttypen an, Projektrollen, beispielsweise jemanden wie einen PSS-Architekten, PSS für Product Service Systems, ähnlich wie eines Systemarchitekten in der Automobilbranche oder beispielsweise in der IT, einen entsprechenden Anforderungsmanager oder jemanden, der für das Portfolio verantwortlich ist oder Aspekte wie Service-Experten im Design Review zu integrieren. Wir wollen aber zudem auch die Möglichkeit haben, und da war der Vortrag eben schon ganz passend, dass wir sagen können, in einem Projekt gehe ich mit dem Tailoring nur bis zu einer bestimmten Stufe und ab der Stufe sage ich Rechtsklick, Menü aufmachen und jetzt exportiere mir eine Excel-Liste, in der stehen Aktivitäten drin, sodass ich also dann produktspezifisch Aktivitäten einfach importieren kann, ohne dass ich dieses Vorgehensmodell zu weit runter zuschneiden muss. Wenn wir jetzt gucken, wo wir eigentlich einen Nutzen schaffen können durch Instep und die entsprechenden Möglichkeiten, die da vorliegen. Dann können wir sagen, okay, es gibt verschiedene, sagen wir mal, ganz grob abgeschätzt Ebenen, in denen wir Nutzen schaffen können für das Ausrollen neuer Vorgehensweisen. Erstmal können wir sagen, okay, wir können Inhalte irgendwie teilen, wir machen sie allen verfügbar, das ist möglicherweise die geringste Stufe. Dann können wir sagen, müssen wir Inhalte kontrolliert änderbar machen, also Change-Prozesse auferlegen. Das ist mit Instep auch möglich. Dann geht es einen Schritt weiter, also definierte Projekttemplates, Vorlagen für Prozesse und so weiter. Aber dann eben stehen wir hier mit dem prozessbasierten Projektmanagement und dem modellbasierten Entwicklung schon sehr weit oben. Das heißt, wenn wir überlegen, keine Unterstützung hin zu der Unterstützung mit Instep, dann machen wir einen Riesenschritt. Das heißt, das Potenzial, was da drin steckt, ist für uns schon sehr groß. Und wir fliegen jetzt auf dieser Ebene ein. Das können wir noch nicht leisten, weil die Designmethoden, die Entwicklungsmethoden in dem Bereich Sachdienstleistungsintegration noch zu schwach sind, um dort eben, sag mal, in den Produktivbetrieb zu gehen. So, wir wollen also dieses Modell hier an dieser Stelle zuschneiden, damit wir mit einem Projektplan rauskommen. Und wir brauchen also eine Logik, um den Zuschnitt zu ermöglichen. Wie machen wir das? Wir sagen, wir nehmen die gleichen, sag mal, Ordnungsgrößen wie in dem Vormodell XT. Also wir starten mit einem Projekttyp. Der wird weiter spezifiziert als Projektvariante. Und dann nehmen wir weitere Merkmale, um noch weiter auszuprägen, welche Phasen brauchen wir eigentlich in unserem Vorgehen. Wir haben jetzt hier unterschieden nach einem Systementwicklungsprojekt oder einem Projekt Instandhaltung, Pflege, Wartung. Gerade bei den langen Lebenszyklen sehr wichtig. Beispielsweise Turbine zerlegen. Refurbishment machen, wieder zusammensetzen, wieder in Betrieb gehen, das mehrere Mal im Lebenszyklus. Thema Rekonfiguration spielt in der gleichen Liga. Modulentwicklung, falls nur ein Modul nachgeschoben werden muss, das ist Instep bzw. MicroTool, der neue Prozess in der Produktlinie. Oder aber eben die Einführung einer neuen Methodik. Das heißt, wenn ich Sachdienstleistungen integriert entwickeln will, muss ich die Leute überzeugen. Das heißt, das gleiche wie beim Projektmanagement, Personen mitnehmen. Dafür brauche ich bestimmte Prozessphasen, die unterscheiden sich gänzlich von denen hier. Dann muss ich danach entscheiden, wer ist mein Abnehmer im Prozess. Ist es jetzt ein Anbieter oder Integrator einer Gesamtlösung oder habe ich beispielsweise nur Zulieferer, Sachdienstleistung oder einen Ingenieursdienstleister, den ich integrieren will. Nicht alle müssen das Gleiche machen in einem Projekt. Die Merkmale können sein, dass ich frage, welche Kompetenz bringen die eigentlich mit methodisch, welche Tool-Lösungen bringen die mit. Und dann sage ich, wie ist der Vertrag gestrickt bis hin zum Beispiel zu Service Level Agreements. Und das sind so Dinge, da sind wir uns schon relativ klar, wie das auszusehen hat. Bei den Entscheidungspunkten, den Phasen, die dann tiefer liegen in den Prozessen und Aktivitäten und Lieferergebnissen, sind wir gerade dabei, die sozusagen zu sammeln und zu definieren und dann eben in unsere
in unser Customizing einzubauen. Wobei man sagen muss, dass wir bei den Aktivitäten selber jetzt schon eine Sammlung aufgestellt haben von ca. 200 Ingenieursaktivitäten und Produktentwicklungsaktivitäten, die wir da jetzt sinnvoll in das Tailoring einbetten müssen. Das wird nicht so einfach. Bei den Phasen orientieren wir uns an unserem Vorgehensmodell und die Entscheidungspunkte, das ist so ein Punkt, den wir jetzt mit der Industrie dann im Detail angucken werden. An dieser Stelle springe ich einmal kurz, nur damit Sie sehen, wie das Look and Feel ist, wo Sie das wiederfinden in einem Instep. Das sind nur wenige Sekunden der Videosequenz. Die ist insgesamt deutlich länger, aber ich werde nur einen kleinen Teil zeigen. Sehen Sie hier dieses Fenster, wenn der Tailoring-Assistent startet, also wenn man sozusagen den Projektzuschnitt machen möchte. Und ich halte das Video dann auch gleich wieder an. Es ist so, an dieser Stelle kommt ein Dialog, der fragt nach der Projektvariante, also im Schritt davor wurde Systementwicklungsprojekt ausgewählt. Und jetzt wird gefragt, ist es der Systemintegrator, ist es ein Zulieferer, ist es möglicherweise ein IT-Entwickler? Und wenn ich dann weitergehe und jetzt wird einer, hier wird ein Zulieferer ausgewählt, dann kommt hier die Liste mit diesen Merkmalen, also welche Kompetenz hat dieses Unternehmen, dieser Spieler im Projekt im Hintergrund und welcher Vertrag ist es? Und dann kann man einfach die entsprechenden Elemente klicken und kann sagen, ja, bestimmte Eigenschaften sind gegeben im Projekt. Das ist einfach ein Dialog, ja, nein. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt eine Liste, in der sozusagen mit einer kleinen Hakenbox die Phasen im Projekt, hier wäre es das Systementwicklungsprojekt, ausgewählt sind. Wenn ich das Konfigurationsprojekt hätte, dann würden vielleicht einige der Phasen gar nicht ausgewählt werden. So, das heißt, ich kann bestimmte Wiederholeffekte relativ schnell realisieren und derjenige, der das Projekt definiert, muss nicht alles wieder neu aufnehmen. Diese Logik haben wir dort also übernommen und wir haben damit angefangen, das zu customizen nach der Schulung im Januar und sind jetzt in der Lage, halt dieses Vorgehensmodell für uns auszubauen. Das heißt, ja, da hat ein Student, der mit 80 Stunden in der Woche arbeitet, sich diese Kompetenz angeeignet. Mit meiner Beratung, sagen wir 3 Mannmonate seit Januar, um sozusagen den eigenen Prozess reinzubauen, rein von der technischen Seite her. Kein Beratersatz, insofern ist das eine relativ günstige Angelegenheit gewesen, uns dieses Wissen anzueignen, aber eben auch mit der Unterstützung von MicroTool. Das heißt, was machen wir eigentlich an dem System? Wir biegen zum einen rum an XML-Dateien, um den Prozess reinzukriegen. Ja, wir coden also in den Dateien. Wir passen aber auch Formulare und Sichten an, auf der Oberfläche, um zu customizen. Und wir gehen auch, das hat der Vorredner schon ganz gut gezeigt, in die Nutzung von C# mit visualstudio.net rein und binden das über die Komponenten-Schnittstelle in Instep mit ein. Das heißt, Dialoge können wir relativ einfach nachrüsten. Und das haben wir im letzten Jahr alleine auf Basis des freundlichen Supports von Herrn Schmold per E-Mail und Sample-Codes hinbekommen. Hier als Beispiel einfach mal eine Maske. Wir haben selber eine Checkliste entwickelt, wollten die drin haben im System. Was haben wir gemacht? Einfach eine Form gebaut. Hier gibt es dann Checkkriterien, ein paar Dialoge. Das war relativ schnell gemacht. Sie hatten gesagt, in einem Tag würden Sie sowas umsetzen. Ich glaube, mein Student hat 2 Tage gebraucht, nachdem er dann wusste, wie es geht. Da war das relativ schnell gemacht. Also kann ich bestätigen, die Aussage. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Kopplung von Datenmanagementprozessen eingehen für eine hybride Systemlandschaft. Also momentan arbeiten wir relativ einfach. Das heißt, wir haben den Instep-Server mit seinem Lizenzdienst und wir haben die Clients. Und alles, was wir an funktionalen Erweiterungen machen, bauen wir einfach in den Client ein. Dann haben wir uns die Frage gestellt, naja, was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Dienste anders abfragen wollen als nur mit einem Bediener im Client? Es gibt ja viel Prozessautomation und so weiter. Haben wir überlegt und haben dann gedacht, naja, dann rollen wir einfach die Implementierung aus auf der Serverseite. Dann mussten wir leider feststellen, dass das nicht ohne weiteres geht. Und warum? Weil wir unterschiedliche Bibliotheken für den Zugriff auf das Datenmodell haben und auf der einen Seite können wir relativ flexibel zugreifen, auf der anderen Seite nicht. So, was haben wir uns jetzt überlegt? Wir haben gedacht, okay, es gibt 3 prinzipielle Anwendungsfälle. Anwendungsfall 1 ist Zugriff über den Instep-Client auf das System durch einen Anwender und da gibt es eine Modellbibliothek, Instep-Local-Model, da können wir eigentlich alles tun. Dann gibt es aber auch diesen Zugriff über das Webinterface, den haben wir nicht wirklich ausprobiert bisher, aber der wird ja auch mitgeliefert.
eben auch für den Anwender. Und wir wollen aber was haben, wo wir Prozesse anbinden können. Also sagen können, für zum Beispiel ein Produktdatenmanagementsystem, das sind Systeme, die auch der Versionierung, Archivierung, Einbettung von Modelldateien, CAD-Modellen dienen, den Anschluss zu finden. Und das eben teilweise automatisiert. Und jetzt haben wir gedacht, wir tricksen das System ein bisschen aus, sind hoffentlich noch konform mit dem Lizenzmodell und wollen nun sozusagen nicht die Arbeit doppelt machen, aber uns eine eigene Schicht einziehen. Was machen wir? Wir haben momentan eine physische Maschine, da läuft in der virtuellen Maschine einmal der Server drauf und einmal in der virtuellen Maschine unsere Instep-Client-Fassung, die wir selber gecustomized haben. Warum schieben wir das in zwei Maschinen? Weil angeblich laut MicroTool eben Teile der Bibliotheken des Servers überspielt werden oder überschrieben werden, wenn man den Client auf die gleiche Maschine installiert. Das ist an sich nicht weiter schlimm, aber wenn man in dem rumexperimentiert, kann man sich vielleicht den anderen zerschießen. Also haben wir gesagt, wir trennen das. Eine Erfahrung da ist, dass die Arbeit mit den virtuellen Maschinen bei uns am Anfang immer sehr schnell ist. Je länger man damit arbeitet, desto langsamer werden die und wir haben den Fehler noch nicht gefunden. So, aber was ist jetzt das Spannende dabei? Wenn ich jetzt auf dieser Seite einmal das Instep-Web-Interface habe für den Zugriff über einen Anwender und einmal ein SOAR-Interface für Prozesse, dann fehlt mir trotzdem noch der Zugriff per Instep-Local-Model, die wir adressieren mit den Dingen, die wir lokal implementieren. Also haben wir gesagt, okay, wir schieben hier nochmal sozusagen eine Schicht ein, implementieren uns selber einmal ein Instep-Web-Interface und einmal ein SOAR-Interface und greifen einfach über die virtuelle Maschine mit der Client-Anwendung zu auf den Server und betten die sozusagen über eine Komma-Anbindung einfach auf die Web-Schnittstelle ein. Damit haben wir das sozusagen ein bisschen ausgetrickst. Das ist eine geplante Ausbaustufe, das haben wir jetzt noch nicht erreicht, aber auch noch keinen Bedarf gehabt. Und ich vermute mal, dass mit der neuen Produktarchitektur jemand, der ähnlich agiert, trotzdem auf der sicheren Seite ist. Heißt natürlich, dass man hier einen eigenen Implementierungsaufwand hat. Ich gehe aber davon aus, dass man eh in den meisten Fällen einen eigenen Workflow hat, sodass sich dieses nicht sowieso nicht ausschalten lässt. Also diesen Aufwand hat man ohnehin. Das ist so, wie wir das System jetzt verstanden haben, wie wir es also sagen wir mal, mit einer Anlernkurve im letzten Jahr und dann eigenem Customizing in diesem Jahr geknechtet haben. Und wie kann man das zusammenfassen? Die Anlernkurve war sehr steil, was sehr gut ist. Und wir haben einen sehr guten Support von MicroTool erfahren, sowohl in den eintägigen Workshops als auch eben online bei jeder Ansprache, war sehr positiv. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist eben, dass wir hier eine sehr gute Prozesskompetenz auf Seiten MicroTools festgestellt haben. Das heißt, wir wurden verstanden, was auch nicht in jedem Fall so ist. Und insofern sehr positiv. Die Erweiterbarkeit der Software war für uns wichtig und dass es inhaltlich konsistent und konsequent ist. Das heißt, dass man eben nicht nur Prozess macht oder modellbasiert, sondern dass das eben integriert ist. Und gerade mit der neuen Produktlinie wird ja der Schritt da nochmal deutlich konsequenter ausgeführt. Limitationen. Ich hätte gerne sowas wie eine grafische Prozessdefinition direkt in der Softwareanwendung, zum Beispiel mit einer BPMN, was auch immer, dass ich also meinen Prozess selber mal ganz schnell ändern kann, in so einer Situation, wo ich mit dem Anwender, der das System hinterher ausführen möchte, sozusagen den Prozess gestalten kann. Und vor allen Dingen auch zu Forschungszwecken, wenn wir neue Prozesse definieren, wollen wir die nicht langfristig immer in XML einhacken, wir überlegen jetzt schon, wie wir uns das Leben da einfacher machen können. Die Klassenstruktur ist für uns bisher noch ein bisschen intransparent. Ich denke, je tiefer man nachfragt, Sie haben es ja gesagt, das geht dann schon. Und dieses Wechselspiel unterschiedlicher Datenzugriffsstandards auf Client- und Serverseite war für uns jetzt ein bisschen schwierig, aber lässt sich ja, wie ich gezeigt habe, regeln. Gut, wir gehen jetzt in die Phase der Transferprojekte. Wir haben sozusagen quick and dirty erstmal unseren Bedarf rein implementiert, um eine Möglichkeit zur Ansprache zu haben. Das mache ich jetzt an dieser Stelle auch. Das heißt, wer Interesse hat, Sachdienstleistungsintegration mal grundlegend zu überdenken, hinterdenken, hinterfragen in seinem Unternehmen, kann gerne mit uns, und damit meine ich in dem Fall die TU, in die Diskussion gehen und sich bei mir oder meinem Kollegen melden. Und Integration für neue Anwendungsfelder ist zum einen der Bereich in die Produktentstehung, das heißt Kopplung PLM und Produktdatenmanagement und auch im Bereich Instandhaltung technischer Systeme sehe ich dort
weil da auch für sehr komplexe Produkte häufig noch sehr konventionell gearbeitet wird. Und da denke ich, da geht noch eine ganze Menge. Vielen Dank.